Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen. Ja, ich stehe mal wieder vor der Kamera. Ich habe mir erst überlegt, dass ich ein kleines Gameplay-Video mache, in dem ich ein bisschen laber. Das Problem ist aber, dass ich immer, wenn ich zocke, so abgelenkt bin, dass ich überhaupt gar nicht mehr klarkomme und nur noch Scheiße laber und überhaupt nicht auf den Punkt komme. Deswegen mache ich das Video hier vor der Kamera einfach so in meinem Wohnzimmer. Und ich habe diesmal auch den 1. Juni dahingestellt, denn das ist ein bedeutendes Datum. Ich hatte gesagt, dass ich in meinem Abschiedsvideo, also in meinem, was heißt Abschiedsvideo, in meinem Pausevideo, habe ich ja erklärt, dass ich Anfang Juni wieder loslegen möchte mit YouTube. Und ja, jetzt ist der 1. Juni, das ist heute. Und der Monat ging echt unglaublich schnell vorbei. Ich hoffe, das ging bei euch auch so. Und ich hoffe, bei euch ist immer noch alles cool. Ja, auf jeden Fall sind die Prüfungen soweit geschrieben. Ich habe meine 2 schriftlichen Prüfungen gemacht. Die waren auch sehr gut, falls es euch interessiert. Also ich habe leider noch keine Ergebnisse, aber ich denke mal, die habe ich locker im Sack. Dann habe ich die Hausarbeit abgegeben. Die war meiner Meinung nach auch sehr gut. Da saß ich, glaube ich, jeden Tag zwischen 8 und 10 Stunden dran. Das war schon echt heftig. Hatte eine Woche dafür Zeit, das habe ich auch abgegeben alles. Und jetzt kommt am 3., also jetzt Mittwoch, kommt noch eine Prüfung. Und zwar ist das die das mündliche Gespräch über die Hausarbeit. Also da muss ich eine Präsentation halten über das Thema, über die Hausarbeit. Und dann werde ich nochmal 10 Minuten dazu befragt und was die so denken, was so Probleme sind und bla bla bla. Und dann soll ich darauf antworten. Da mache ich mir auch keine Sorgen, labern kann ich ja. Und ja, danach geht es dann richtig los. Also dann kriege ich am 10. meine Ergebnisse und dann ist es die ganze Sache eigentlich beendet. Also ich habe nach dem 3. keine Prüfung mehr. Das heißt, ich kann nach dem 3. mich voll und ganz schon auf YouTube konzentrieren und richtig loslegen. Die Sache ist jedoch die, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt nicht heute, morgen und übermorgen schon richtig loslege mit Videos, sondern ich mache heute dieses Infovideo, damit ihr einfach Bescheid wisst, was ist überhaupt los. Der hat doch Anfang Juni gesagt, warum kommen da keine Videos, damit ihr einfach Bescheid wisst. Ich werde am 3., wie gesagt, die mündliche Prüfung haben. Und danach werde ich mir noch so 2-3 Tage Zeit nehmen, um einfach so ein bisschen klarzukommen, ein bisschen den Kopf freizukriegen, ein bisschen so auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzukommen, also aus dieser ganzen Prüfungsgeschichte wieder rauszukommen mit dem Kopf, um mich dann so wirklich auf YouTube einzuspielen. In dem ganzen Juni jetzt habe ich so ein paar Sachen im Hintergrund geklärt, zum Beispiel mit Designern gesprochen für neue Designs und sowas alles und mir so ein paar Sachen überlegt. Und wenn ich mal keinen Bock auf Lernen hatte, weil irgendwie zu viel lernen ist ja auch nicht gut, habe ich mich immer so dran gesetzt und habe mir überlegt, was könnte man machen an Projekten und so weiter und so fort. Und ja, da habe ich mir echt eine Menge überlegt. Eine Sache zum Beispiel ist, dass ich jetzt mindestens 3-mal die Woche einen Livestream machen möchte. Also ich möchte mein Augenmerk auf jeden Fall auch wesentlich mehr auf Livestreams legen. YouTube wird dabei natürlich nicht vergessen. Mein Ziel ist es eigentlich, jeden Tag 2 Videos zu bringen. Man weiß ja nie, wie das genau wird, ob ich, ne, also keine Ahnung. Und ich möchte wesentlich mehr schneiden. Da ich noch nie wirklich viel geschnitten habe, und das gebe ich hier offen zu, und das wisst ihr ja auch, bin ich kein Genie in dieser Sache. Also ich muss mich da noch reinfrickeln. Das heißt, die ersten Videos können ein bisschen Friends sein, aber könnte auch sein, dass sie cool werden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich mich ein bisschen mehr mit dem Schneiden auseinandersetzen, weil ich da mega viel Spaß dran habe und ja, dafür braucht man aber Zeit und die habe ich ja jetzt in Zukunft. Ja, das wollte ich einmal gesagt haben. Also ihr wisst jetzt Bescheid, ich brauche ein paar Tage länger, sage ich jetzt mal, als der 3. Ich denke mal, irgendwann am Wochenende. Ich habe mir das auch so überlegt, dass ich, wenn ich anfange, dass ich ein Video mache, dass ich einen Livestream direkt im Anschluss mache, also dass ich ein kleines Video mache, dass ich jetzt sage, jetzt geht's los, bla bla bla, was ich mir vorstelle und dass ich an dem Abend direkt einen Livestream mache, dass wir so einfach so, keine Ahnung, so ein Start-Livestream, was weiß ich. Das kann sein, dass es dieses Wochenende schon ist, wahrscheinlich Samstag, wenn dann. Dazu werde ich aber, wie gesagt, noch ein Video hier auf dem Kanal machen. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Also was jetzt das Informationsgedöns angeht, sag ich jetzt mal. Und ja, das war's eigentlich auch. Also eigentlich kann ich gar nichts mehr sagen. Also das ist es eigentlich. Wichtig ist nur für euch, dass ihr wisst, dass es jetzt in ein paar Tagen losgeht. Und dass ihr wisst, dass es, warum es erst in ein paar Tagen losgeht. Genau. Aber sonst wollte ich noch eine Sache sagen. Und die liegt mir wirklich sehr auf dem Herzen. Ich muss mich einfach bei euch bedanken. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, hey, mit den ganzen Product Placements und so, es wäre cool, wenn ihr euch da anmeldet und so. Und es ist wirklich so gewesen, dass den ganzen Monat durch sich immer wieder Leute angemeldet haben. Und sich wahrscheinlich aufgrund dessen, also aufgrund des letzten Videos angemeldet haben. Und das finde ich echt cool. Und es gab auch die ganze Zeit, wenn ich mal was getwittert habe oder so, mega viel Feedback und super, super viele Leute haben geschrieben, yo, Zander, wir freuen uns wieder, wenn du da bist und so. Es gab natürlich den einen oder anderen, der gesagt hat, zum Beispiel jetzt letzte Tage, sagt er, ja, Zander, du brichst wahrscheinlich bald den Rekord von Pausen, bla bla bla. Solche Leute lassen wir einfach mal schwätzen. Ich habe da zwar drauf geantwortet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sowas regt mich einfach auf, weil das ist so dieses typische, hä, warum ziehst du denn ein kariertes T-Shirt an, Alter? Das ist voll out. Warum machst du sowas? So, ja, und lass mich doch. Das ist doch meine Entscheidung, was ich tue. So, also kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Und deswegen habe ich darauf geantwortet, weil ich finde, sowas sollte
einfach keine Power bekommen, solche Kommentare. Also nicht, dass da jemand drunter schreibt, jo, finde ich auch so. Finde ich einfach total Quatsch, weil jeder Mensch kann das machen, was er möchte. Und ich finde, dass meine Entscheidung, den Monat Pause zu machen wegen der Lernerei, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Natürlich ist es blöd, weil ich schon mal eine Pause gemacht habe, wo ich ja eigentlich aufhören wollte und so. Aber grundsätzlich kann ich einfach nur sagen, Leute, wenn ihr irgendwann mal vor dieser Entscheidung steht und lernen müsst oder irgendwie was anderes, also zum Beispiel einen Sportverein habt oder zwischen Lernen und Sportverein entscheiden müsst, Leute, ganz ehrlich, lernt lieber. Es ist einfach viel, viel mehr wert. Ihr könnt einfach lernen, ihr könnt euch darauf konzentrieren, ihr müsst nichts hier oder da machen, also konzentriert euch auf eine Sache. Und ja, also für mich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es hat mir zwar sehr, oder es ist mir sehr schwer gefallen, weil ich zwischendurch immer Livestreams von anderen Leuten geguckt habe, Twitter, dies, das. Und das war sehr schwierig für mich dieser Monat, aber mir hat es lerntechnisch sehr viel gebracht. Ich konnte mich wirklich auf eine Sache konzentrieren und das habe ich dann auch in den Klausuren gemerkt, dass das einfach so war. Ja, ansonsten wollte ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem irgendwie gefallen hat, auch wenn ich nur ein kleines Informationsvideo gemacht habe. Könnt ihr eine positive Wertung da lassen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video ein bisschen im Internet teilen würdet, damit auch die Leute das mitbekommen, die jetzt eventuell gesagt haben, okay, ich abonniere Zander oder deabonniere Zander jetzt für diesen Monat oder so und komme dann wieder, dass alle wirklich mitbekommen, was abgeht. Und ja, sonst bleibt mir gar nichts mehr zu sagen, außer wir sehen uns in ein paar Tagen. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.